So, ich kann mal gerade Finus abbrechen, weil, oder beziehungsweise es ist, das Programm hat mir was geschrieben und ich konnte es nicht beenden, die Aufnahme, aber wir sind bei 14,5 Minuten. Und, ja, ich, ich habe das Gefühl wieder, dass ich was übersehen habe, was ich nämlich immer übersehen. Ich verstehe das hier auch nicht. Primzahlen. Ist sie dann 2, 5, 7 oder was, ne? Nee. Doch. Habe ich irgendwas für in diesen Automat rein? Kann ich vielleicht einen Kieselstein reinschmeißen oder so? Ich glaube, ich auch schon. Wer gern zu Haus mit Steinen wirft? Einmal den Fisch des Tages, bitte. Wie jetzt? Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Oh Mann, ey. Das, du musst so aufpassen. Ich dachte, ich hätte das getrickt mit links. Aber war es nur mit rechts. Jetzt habe ich einen Fisch. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Nur auf den Stock abgesehen. Jetzt habe ich einen Stock. Da kann ich mal bestimmt diese drei verschiedenen oder vier verschiedenen Sachen, die es gibt, rausmachen. Nur kann ich das schon essen? Jetzt steht er auf geschmacklos. Das hier gab's. Das hier gab's schon mal. Oder kann ich denn als Hebel benutzen? So, jetzt habe ich geschmacklose Zuckerwatte. Warte, wo kann ich denn jetzt... Ach, ich mache jetzt einfach mal den Hebel darum. Jetzt steht er auf Calzone. Kann ich jetzt den Stab da noch rinmachen? Hier steht, bei Nichtverzehr Zuckerwatte bitte ordnungsgemäß entsorgen. Ah, drunter ist ein Zwinkersmiley. Und ich dachte schon. Okay, das geht also nicht. Krieg ich hier nochmal einen Fisch? Hey, der Automat hat meine Zuckerwatte gegessen. Ah, okay. Und schon habe ich sie wieder. Muss ich den vielleicht verkleben oder so? Ich krieg's nicht weg, ne? Ah, er ist's gut. Man schmeckt nicht mal den Zucker. Da ist das wieder. Hey, der Automat hat meine Zuckerwatte gegessen. Und schon habe ich sie wieder. Okay. Einmal den Fisch des Tages. Krieg ich noch mal. Ich hab noch. Na komm, da ist der nochmal. Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Ist ruhig. Ist ruhig. Komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Verdammt. Er hat uns durchschaut. Das geht ab. Das ist da jetzt nicht. Kann ich denn nochmal zurückgehen? Ich hätte tatsächlich komisch. Da ist doch verdammt. Mein Dad sagte immer... Was ist da nur? Okay, also hier ist dann wahrscheinlich nach Bedarf. Nur wer Wut kaut, bemerkt die Rattenzähne. Kann ich denn einen Fisch damit nehmen? Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Nee, mach doch nicht.
Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt mache ich mal noch das Fass von uns, um es zu probieren. Jetzt steht er auf Phosphor. Ich muss binär denken. Ich muss binär denken. Aber er nimmt ja dieses Zeug an. Erst muss der Automat probieren. Hey, der Automat hat meine Zuckerwatte gegessen. Und schon habe ich sie wieder. Okay. Danach kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Nee, er macht nichts. Okay. Also hier, Anni, stand drei Dinge. Ich kann das mitnehmen. So. Ich habe jetzt Sardelle am Spiel. Kann ich das vielleicht... Muss ich mal alles ausprobieren. Hast du Hunger? Tja, tut mir leid. Ich habe nur noch diese Sardellen. Brauch das selbst. Für was? Okay, wir gucken mal. Was haben wir dann jetzt noch hier verpasst? Hier geht's hier rein. Bahnhofshalle war ich. Runter. So. Och, komm. Kann ich das... Oh, guck mal, was völlig Neues noch. Na, dann kann ich natürlich dumm machen, wie ich will. Ey, das ist... Am besten gucke ich erst 1000 Mal, bevor ich irgendwas mache. Was haben wir dann hier alles? Wir haben hier eine Gabel. Komm, gehen wir mal da hin. Das sieht schon mal gar nicht so scheiße aus. Was ist das doch? Tonne mit Wasser. Ey, komm, da haben wir es doch schon hier. Machen wir direkt mal Wasser rein. So. Dann die Seife. Hm, schaumig. So. Wie schwamm mit Seife? Gut, das ist schon mal das Erste. Mit dem Wasser ansonsten gucke ich dir erstmal hier. In den Kofferraum. Ah, da geht's noch. Okay. Erstmal hol ich mal die Tür. Ja! Das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Was ist das? Ganz schön tief und hell. Könnte am Kernreaktor da unten liegen. Oh, cool. Ist das dann, was Ätzendes oder so? Ja, das will er dann selber essen. Ich das hole, Mosaikstein. Kieselstein. Was machst du denn jetzt? Nein, nicht! Was denn jetzt? Du wirst den Reaktor treffen und es kommt zu einer nuklearen Zeitschleife. Wie kann ich das verhindern? Gar nicht. Einer von uns beiden muss sich opfern. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt. Cool. Ups, das, ich komm doch, glaube ich, gar nicht hin, ne? Fällt mir mal gerade auf. Das heißt, wenn ich die Gabel hier mische. Ich spare mir meine. Komm ich auch nicht drin? Komm ich hier hin? Hier komm ich hin. Komm, hier ist noch Schnabelkuscheltier. Ich spare mir. Ja, ist ja gut. Ich sah ja nichts. Ich spare mir meine. Willst du mich ein bisschen verarschen oder was? Ich komme doch gar nicht hin, oder was? Wahrscheinlich wegen dieser Karre, oder wie? Muss ich vielleicht woanders dahin? Ah, komm, ich weiß ja schon. Endsach weiß ich ja schon mal. Das ist nämlich hier. Das ist dreckig wie Sau. Das machen wir erst mal sauber. So, vielleicht kommen wir doch schon weiter. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Ja, mach mal. Mist! Der Wischmopp ist zerbrochen. Na, so ein Jammer aber auch. Was habe ich jetzt dazu, Grit? Upsi! Hier ist aber noch eine Klappe und hier ist noch...
In der Nische ist eine Halte, drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur... Oder null. Oder null, finde ich immer geil. Komm, jetzt haben wir hier haben wir noch Musik. Guck mal, hier ist nämlich ein Loch. Ich brauche mehr Licht. Oh. Ich brauche mehr Licht. Warte mal. Warte mal. Jetzt kommt mal eine kleine Idee. Zwar absolut abgespaceder Scheiß, aber... Er hat ja nicht umsonst diese Candy-Geschichte hier erzählt. Ich gehe nur mal dahin gucken. So. Was war denn hier noch zum Fahrstuhl? Achso, da ging auch nichts. So, kann ich das Ding hierin stecken? Kann ich. Der Stock passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Ach, guck mal, ich habe noch eine Mopsstange. Upsi. Upsi. Hm, ist komisch. Da ist doch verdammt schnell. Scheiße. Oh, vielleicht. Schon hier eine Lampe. Kann ich hier was machen? Aha. Hier gehört das schon mal nicht hin. Langsam fügt sich das Mosaik zusammen. Sehr langsam. Kann ich mit dem Ding irgendwas machen? Also es ist ja manchmal niemals so banal. Die Schneise, wie sollen die Historiker so... Es ist ja manchmal so seltsam, dass du hier nicht drauf kommst, ne? Wenn ich anfange, meinen... Warte mal, der Kieselstein, der hier schmeißen? Hm, das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Hm. Okay, also ist der Kieselstein, mache ich wahrscheinlich das Ding kaputt. Kann dann die Lampe rausholen oder so. Schätze ich mal, nicht, dass ich mich jetzt noch verrenne, aber... Ich gehe mal nochmal in diesen Tümpel, der hat man doch... Oder kann ich da was reinmachen? Guck mal, jetzt sind drei Bilder, ne? Jetzt sind drei Bilder. Also drei so Mosaik-Dinger. Der Stock passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. So, hier komme ich nirgends weiter, ne? Hier nicht. Was ist das? Das ist zum Eingangshalle. Hier ist nichts. Das Wasser. Krass. Die Zuckerwatte ist einfach implodiert. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Lust und Seife. Lust und Seife. Aber das Sardelle-Dings kann ich doch holen, oder? Der macht da doch schön weg. Rein mit euch. Hm. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Okay, hat nichts gebracht. Kiesel, den habe ich schon probiert. Mopstange. Nee, machen wir hier einen Tümpel. Ich habe es nicht nötig. Meine alten Stiefel sind noch... Also es muss irgendwas mit dem zu tun haben. Guck mal, hier einen Stock. Hier hätte ich noch einen Stock. Ich hätte ja eigentlich drei Stangen, ne? Wenn ich es jetzt mal so sehen, ja? Hätte ich schon drei Stangen. Das heißt, ich könnte... Ich habe jetzt Phosphor probiert. Warte mal, ich habe das Gefühl... Ich wollte schon sagen, ich brauche was Klebriges. Da kriege ich noch einen Kaugummi. Ist wohl nichts mehr. Okay. Dann machen wir hier rum. Ich will mal das halt so wieder. Jetzt steht er auf geschmacklos. Jetzt steht er auf Calzone. Aber probieren wir mal, ob ich denn da auch hinmachen kann.
Hier steht, der Umfang des zu wattenden Stocks darf 2 Millimeter nicht überschreiten. Des zu wattenden? Wer hat den denn eingestellt? Okay. Holen wir mal die Kalzone mit. Vielleicht kann ich dieses radioaktive Zeug dann. Docke brauche. Ich mach das einfach mal rum. Guck, was es sagt. Die Watte müsste schon im Dunkeln leuchten, um hier was zu sehen. Aber das Einzige, was sie kann, ist nach allem schmecken. Hab ich kapiert. Okay.